ganzen Seite. Reset. Bitte. Hallo, Herr Kreuz. Hallo. Freut mich auch, dass Sie da sind. Wir haben uns ja diesen sehr futuristischen Ort ausgesucht. Fühlen Sie sich hier wie in der Zukunft? Ja, vielleicht. Insofern, dass dieser Ort mich erinnert an die Vorstellungen von der Zukunft, die ich meine Kindheit hatte. Ja, wenn ich Bücher gelesen habe, Filme gesehen habe, so habe ich das ungefähr vorgestellt. Ich glaube, das ist die Zukunft aus der Vergangenheit. Mhm. Aus meiner Vergangenheit auf jeden Fall. Und fühlen Sie sich hier eher wohl oder unwohl? Ah, ich fühle mich okay, aber ich fühle mich mehr oder weniger immer okay. Ja, ich würde nicht sagen, so speziell okay. Ja, und glauben Sie, dass die Zukunft gerade speziell auf uns einwirkt, also stärker einwirkt als sonst oder in der Zeitgeschichte? Mir scheint, dass in einer gewissen Zeit, das war im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, 60er, 70er Jahre immer noch, hat man viel über die Zukunft nachgedacht. Mhm. Und hat das Gefühl, man konnte die Zukunft gestalten. Ja, man kann sozusagen ein Projekt durchsetzen, eine Vision entwickeln und dann realisieren. Ja, diese Vorstellungen, eine gewisse Allmacht des Menschlichen, ja, des Projektiven, auch des Sozialen. Und aber im Sinne auch von einem Gestaltungswillen, den man hatte. Ja, Gestaltungswillen für die Zukunft, für das Weitere. Ja, das Weitere wurde als Projekt, als Plan begriffen, ja, die zu realisieren war. Aber jetzt mehr und mehr ist die Zukunft für uns ein Ereignis. Ein Ereignis, das neu für uns ist. Wir sind nicht so richtig vorbereitet. Das kommt oft als etwas Unerwartetes. Und wir haben eher das Gefühl, dass wir uns ständig anpassen sollen. Ja? Ich glaube, dass unsere Strategie, unser Verhalten ist zunehmend Anpassung an die Zukunft geworden. Was ich ab und zu nenne Self-Updating. Ja? Ja. Das heißt, wir restrukturieren, so wie man Computer konstruiert, wir umstrukturieren uns selbst, und zwar auf allen Ebenen, psychologische Reaktionen, Diskurse, Kommunikationsweisen, einfach physische Befinden des Körpers im Raum, technische Fertigkeiten, ja, damit wir einfach diese ereignishafte Zukunft überleben. Ja, letztendlich, wie jede Anpassung ist Überlebensstrategie. Und meinen Sie, wenn wir so stark mit dem Überleben sozusagen beschäftigt sind, weil dauernd mehr Updates und Zukunft auf uns einstürzt, macht uns das eigentlich politisch handlungsunfähiger dann, weil wir ja so beschäftigt sind mit dem Überleben und Updaten und Aktualisierungen folgen, dass wir eigentlich die ganze Zeit mit der Zukunft oder ja, arbeiten, aber deswegen auch keine weiteren Visionen mehr uns überlegen können oder die Zeit dafür haben, den Raum? Vielleicht macht es uns mehr politisch als bevor. Und zwar insofern, dass wenn man die Zukunft verwaltet, dann zunächst einmal trifft man politische Entscheidungen, man entwickelt ein Projekt, einen Plan und dann verwaltet und realisiert diesen Plan. Mhm. Nach wie vor arbeiten so die großen Corporations, ja, auch zum Teil die Staaten, ja, die entwickeln große Pläne. Und die sind auch nicht so reaktionsfähig, ja, muss man sagen. Die werden oft überrascht, ja, von dem, was eigentlich passiert. Wobei die Individuen ständig sich die Frage stellen, wie soll man sich verhalten hier und jetzt? Was wäre meine Strategie, was wäre meine neue Position in dieser neuen Realität? Und das ist eine eminent politische Frage. Das ist keine wissenschaftliche Frage, das ist keine theoretische Frage. Das ist politische Frage insofern, weil man schnell reagieren soll und man soll hier und jetzt reagieren. Man kann diese Reaktion nicht verschieben. Ja. Mhm. Ich habe letztens einen Text von Ihnen gelesen über den Sozialstaat.
wo es eigentlich so klingt, als wären Leute in gewisser Weise ruhig gestellt durch kleinere Belohnungen. Sehen Sie das so, dass wir alle wie anästhesiert sind in gewisser Weise durch soziale Zuwendungen? Oder wir waren es. Ja, also der Text ist ja schon ein bisschen älter. Wir waren es. Ich glaube, von 2008. Ja, aber ich habe eine Nostalgie eigentlich nach der Sozialstaat. Mhm. Auch nach dem Sozialismus, ja, muss ich gestehen. Sie haben eine Nostalgie nach dem Sozialstaat? Ja, und nach dem Sozialismus. Meinen Sie, den gibt es gar nicht mehr in der Form? Ich glaube, der löst sich auf. Ich glaube, der löst sich auf. Man spricht viel darüber, ist in allen Parteiprogrammen, aber eigentlich löst er sich auf. Er löst sich auf und die Menschen werden zunehmend konfrontiert mit der harten Realitäten. Ja. Die auf sie zukommen. Und sehen Sie, die Sozialstaaten, sozialstaatlich organisierte Staaten, bilden eine kleine Minderheit, eine Insel praktisch. Das ist immer noch Deutschland gewissermaßen, ja. Das ist dann Schweden, vielleicht Dänemark, ja, also diese Region. Mhm. Geht man darüber hinaus, und zwar in jede Richtung, ja, geht man nach Osten, Richtung China, geht man nach Westen, Richtung Vereinigten Staaten, sind die Gesellschaften dort viel rauer und viel riskanter. Ja, dort kann man richtig untergehen, ja, was man wahrscheinlich in Deutschland davon nicht kann. Ja, ist noch etwas milder hier. Auf den Film jetzt bezogen, haben Sie in einem Text gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Vita Aktiva und Vita Contemplativa, dass sozusagen der Filmheld eigentlich in gewisser Weise überaktiv ist und sehr handlungsgerichtet, weil er springt, schießt und ganz klar ein Ziel verfolgt und der Zuschauer aber in die Rolle des Passiven automatisch gedrungen ist, weil er im Sessel sitzt und dem Held ja nur zuguckt. Wie ist es denn dann möglich, dass Filme politisch mobilisieren können? Wahrscheinlich noch insofern, dass man etwas tut, was ich glaube, seit Brecht old fashionable geworden ist oder aus der Mode gekommen ist. Nämlich dadurch, dass der Zuschauer mit der Figur des Helden innerlich identifiziert. Ja, ja, was Sie als innere Denkbewegung beschrieben haben? Oder? Denkbewegung nicht. Nee. Nein. Weder der Held kann denken. Der Held kann nicht denken. Held kann nicht denken. Der Held muss heldenhaft agieren. Hm. Und wenn man heldenhaft agiert, dann denkt man nicht. Ja. Und der Zuschauer soll auch nicht denken. Ja. Also das ist ein großer Fehler von Brecht, dass Zuschauer denken soll. Er soll sich identifizieren, also mit dem Ziel der Revolution, ja, in dem Sinne. Ja. Hm. Er soll sich identifizieren mit dem Helden, falls dieser Held ein Revolutionär ist. Und dann wird er versuchen, sich in die gleiche Position, in die gleiche Haltung zu bringen. Ja. Also gerade über Identifikation. Brecht war ja sozusagen nicht Identifikation. Ja, aber ich denke über die Identifikation. Letztendlich muss man sich, man wird Revolutionär, wenn man sich im richtigen Leben wie im Film fühlt. Ja? Ja. Das ist die Voraussetzung. Man muss im Leben wie im Film fühlen. Ja, oder im Roman, ja. Der wahre Revolutionär ist romantisch. Was heißt romantisch? Das bedeutet, für ihn ist das Leben wie ein Roman. Hm. Ja? Und wenn für ihn das Leben wie ein Roman ist, dann weiß er, was zu tun ist. Ja? Er tut so, als ob er ein Romanheld ist oder ein Filmheld ist. Ja? Mhm. So agiert er. Wenn er für einen Augenblick sozusagen in die Realität abstürzt, ja? Ja. Dann ist mit der Revolution mit der Romantik vorbei. Ja? Das heißt, nur solange ich in dieser, sagen wir, total artifiziellen Wirklichkeit lebe, die für mich realer ist als jede Realität, kann ich eine Revolution machen. Ja.
In dem Moment, in dem ich die Realität als Alltagsmisere, ja, als Alltagsmisere wahrnehme. Wenn ich mich hingebe. Ja, dann möchte ich noch ins Bett gehen und schlafen. Das ist, das haben alle gesagt, das hat Majakowski gesagt und so weiter. Aber was die Revolution zerstört, ist der Alltag, ja, die Alltagsmisere. Ja. Diese Langeweile des Lebens. Ja, Leben ist grundsätzlich langweilig. Ja? Ja, grundsätzlich langweilig. Und gegen die Langeweile kann man überhaupt keine Revolution machen. Ja? Ja, aber trotzdem muss der Held ja irgendwo in der Realität ansetzen. Also wenn er so romantisch ist, dass er die Realität gar nicht sieht, kann er auch keine Revolution starten, oder? Nein, nein, das kann er machen. Weil, nein, weil das Leben hat diese Dimension des Romans und des Films. Ja, wir spielen alle bestimmte Rollen, ja. Da gibt es ja irgendwelche Strukturen, da gibt es ein Sujet, da gibt es ein Geschehen. Das Leben hat diese zwei Ebenen immer schon da. Mhm. Das Romantische, das Abenteuerliche, das Narrative. Ja. Leben kann erzählt werden, Lebensgeschichte kann erzählt werden. Und das tödlich Langweilige, Miserable, Alltägliche, das einen kaputt macht. Ja. Es gibt immer diese zwei Ebenen. Und die Aufgabe des Helden, wenn er Revolution macht, immer so eine Stufe über den Alltag sich zu bewegen. Und diese Möglichkeit, die gibt es ja. Es ist nicht so, dass das Leben uns diese Möglichkeit nicht bietet. Es tut es. Mhm. Sind Sie Romantiker? Nein, ich bin ein Beobachter. Ja? Ich mache keine Revolution. Ich beobachte nur, wie es passiert. Aha. Also ich möchte ja mit dem Film, den ich hier mache, Aktivität hervorrufen. Und zwar, dass Leute, wenn sie den Film sehen und die kleinen Interviewsequenzen sehen, dann ins Internet gehen, um sich die kompletten Sequenzen anzugucken. Also was hier 3 Minuten sind, gibt es im Internet dann als lange Version. Also ich möchte wirklich, dass sie eigentlich eine Bewegung vollführen. Also ich hoffe, dass ich das. Ja, das passiert ja mehr und mehr, dass der Film, das Narrativ generell sich vervielfältigt, in verschiedene Räumen geht. Schon die traditionellen Filme werden im Fernsehen gesehen, sie werden zufälligerweise irgendwo im Flughafen gesehen, ja, und so weiter und so fort. Alle diese Bilder fragmentieren sich. Und so leben wir in einer Bilderwelt, die nur partiell zusammenhängt. Ja. Das sind schon durch Instagram und alle anderen Medien, wir sind schon trainiert, in einer sehr fragmentarischen Bilderwelt zu überleben. Und wie sehen Sie das revolutionäre Potenzial von Bildern? Also Bilder haben ja in den letzten Jahrzehnten den Texten den Rang abgelaufen. Haben Bilder, also was verändert das, dass wir mittlerweile eigentlich mehr über Bilder kommunizieren als über Text? Ein Bild kann wahrscheinlich nicht revolutionär werden. Ja, ein Bild ist halt ein Bild. Ja. Allerdings, wie gesagt, eine Geschichte, ein Narrativ kann es schon werden. Ja. Mhm. Sie wissen, Lenin hat diese berühmte Schrift geschrieben, was tun, ja. Und das ist ursprünglich eigentlich der Titel eines Romans von Tschernyshevsky, der eben das Leben der Revolutionäre beschreibt. Das heißt, hier wird klar, wie das Literarische, das Narrative in die sozialpolitische Aktion übergeht. Ja, Lenin hat diese Schrift, diesen Roman gelesen, war fasziniert vom Leben der Helden, ja, und hat sich gefragt, wie verwirklicht man dieses Leben in Form eines politischen Programms. Und das kann man auch durch den Film erreichen. Ja. Das Film erreichen, das kann man in anderer Weise erreichen. Aber so ein Narrativ, so eine Geschichte muss schon
irgendwie kreiert werden. Mhm. Ja? Die muss geschaffen werden. Was Bilder ja an sich auch können. Was Bilder unter Umständen können. Ja? Ich muss sagen, ich unterrichte doch die Kunst ja immer wieder, sind Künstler und Filmemacher, meine mhm. Studenten. Zum Beispiel in New York, wo ich unterrichte, Hälfte meiner Studenten kommen von der Tisch School, ja, von Cohen und Spike Lee Klasse. Und die tendieren alle dazu, über die Bilder zu sprechen, im Sinne der Likes. Ja. Im Sinne von Likes, ja. Ich möchte, sagen Sie, virale Bilder schaffen, die ja. von vielen Menschen gemocht werden, mhm. Um viele Likes zu bekommen. Mhm. Ja. Und ich sage Ihnen, dass alle statistischen Untersuchungen zeigen, dass die meisten Likes und die meiste virale Verbreitung bekommen nur Bilder mit Katzen und Hunden. Und kein einziges künstlerisches Bild hatte je eine Chance, dagegen anzukommen und zu konkurrieren. Also keine Chance. Wenn man keine Katze ist. Oder man kreiert einfach ein Heldenepos, wo Katzen die Hauptdarsteller sind. Das versucht man immer wieder. So Cats, oder man verwandelt sich in Hund und Katze, ja, das geht ja auch. Aber sonst sehe ich keine Chance zu großem Erfolg. Also Erfolg ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist eher eine Wirkung auf das Individuum. Ich denke, dass nicht die Masse ist hier die richtige Adresse, sondern das Individuum, das plötzlich animiert, mobilisiert wird und sich in eine gewisse Rolle versetzt, ja, so geistig, aber auch dann praktisch. Hm. Ja, das war ein sehr schönes Schlusswort. Gut. Wir gehen jetzt und ja, ziehen unsere Katzenkostüme an. Und kommen dann wieder. Okay. Das war wirklich toll für dieses, also wir haben ein perfektes, langes Interview schon gemacht.